Und wollte gerade fragen, ob ihr irgendwie einen Plan habt, gibt es überhaupt, sind eigentlich Star Wars Filme angekündigt noch? In welche Side-Stories irgendwie ja, irgendwie waren? Eine Trilogie soll jetzt nochmal kommen von dem Typen, der Episode 8 gemacht hat. Okay, gut. Aber genau, das weiß ich auch nicht dazu. Was irgendwie komisch ist, dass sehr viele Leute, eingeschlossen mein Vater, Episode 8 total scheiße fanden. Ich fand die aber Ja, ich glaube, Episode 8 ist sowieso ein absoluter Meme-Film, was die. Ist ein sehr kontroverses Thema. Ja, ich fand den auch toll. Philipp auch. Philipp ist auch so ein Film, der sich immer darüber. Ein Typ, der sich darüber aufregt, dass alle den Film nur scheiße fanden, weil, vermeintliche Experten den auch scheiße fanden. Aber wer war das? Ich glaube, das war. Wie heißt dieser eine Film? Es gibt auch so Filmtypen auf YouTube. Deutsche Filmtypen. Habe ich ein Video gesehen. Mit den lockigen Haaren, meinst du den? Luis Hoffmann oder wie heißt der? Ja, irgendwas mit Hoffmann, stimmt. Hm. Ja. Und der hatte nämlich. Ich glaube nicht, dass der Luis heißt. Ja. Ich glaube, der ist Jan. Warte. Google? Nee, der heißt anders. Ich sag Jan. Ich weiß auch nicht mehr. Nee, ich sag nicht Jan. Mann, was sagst du? Ah, ich überlege. Mir fällt spontan kein Name ein. Doch, du musst jetzt einen sagen. Okay, warte. Jonas sagt Luis, ich sag Jan. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht Luis ist. Ich würde sagen, es ist ein kurzer Name. Ich sage auch, es ist ein kurzer Name, der nicht Jan, deutsch doch, Jan, ist. Jan. Sag Tom. Ah, scheiße. Daniel, ich sag Daniel. Daniel, okay. Robert. Na gut. Was ich sagen wollte. Aber irgendwie Luis Hoffmann. Na, ist auch egal. Warte, gibt's den? Gibt's bestimmt auch. Mindestens einen auf dieser Welt. Übrigens, nur die Fälle, die ich hier gerade mache, ich will mich nicht selbst loben, aber es sieht gut aus. Ich möchte mal sagen, ich brauche eine Kritik für meine Brücke. Okay. Was auch da irgendwas. Schau mal. Alter, du hast Luis Hoffmann ist ein Schauspieler. Was hast du gesagt, Konrad? Luis Hoffmann. Stimmt, der spielt in Dark. Genau, Jonas, ne? Ja. Okay, ja gut. Daher kommt der Name bekannt vor. Gut, dann hast du ja wenigstens einigermaßen. Was war denn mit Robert Hofmann? Naja, auf jeden Fall, der hat in seine, ich glaube, neun Lieblingsfilme oder irgendwie, doch, neun Lieblingsfilme des letzten Jahrzehnts oder irgendwie sowas. Das war aber nicht er, das war Nerdkultur, das Video. Ja, wollte euch auch gerade sagen. Ja. Verdammt, ey. Das haben wir sogar zusammen. Alles durcheinander geworfen. Das war nicht Luis Hofmann. Die ganze Diskussion umsonst. Alles umsonst. Naja, auf jeden Fall, habt ihr wahrscheinlich auch das Video gesehen. Hat er das ja auch mit reingepackt. Ja. Und ich muss auch sagen, ich habe einfach bei Teil 8 habe ich immer gesagt, ich habe einfach nicht drüber nachgedacht. So, ich habe einfach versucht, mir keine Meinung drüber zu machen, weil ich einfach so, welche auch so viel gehört habe, dass sie den so viele Scheiße fanden. Aber ich fand halt das erste Gefühl im Kino eigentlich ganz gut. So. Ja, genau. So, es hat mich ziemlich geflasht. Also fand ich fühlte mich, wie du sagst, so, ich fühlte mich sehr gut unterhalten währenddessen. Und eine Szene, die sich bei mir im Kopf so richtig eingebrannt hat, ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist, ich weiß nicht mehr, wie es ungefähr war, aber so eine, wo irgendwie, es ist komplett ruhig und irgendwie ein Raumschiff explodiert, aber es gibt keinen Sound dazu. Ja, das war, wo sie mit Überlichtgeschwindigkeit diesen Kreuzer geflogen. Das hat mich so geflasht, hat sich richtig eingebrannt bei mir. Dieses gigantische Bild und es war komplett totenstill, halt auch einmal, weil kein Sound und halt auch die Leute einfach total natürlich die Luft angehalten haben. Das fand ich total geil, weil so einfach halt nichts eigentlich, aber der Effekt war so gut, das war wirklich Wahnsinn, fand ich. Ja, das gab es ja auch manchmal im Film, die Momente, wo sie sich über die Macht getroffen haben und dann auch alles ruhig war und sie sich angeguckt haben und sich gedacht, okay, was ist jetzt los? Ja. Was war in dem Essen gerade drin? Ich weiß ja, ich kann mich noch daran erinnern, dass sich viele über die Lache aufgeregt haben. Viele haben sich darüber aufgeregt, über die Lache, dass Humoristik eingebaut wurde. Ja, das wird schon manchmal mit. Ja. Aber was ich halt toll fand, ist, ich hatte nämlich so echt Angst nach Episode 7, die gehen jetzt da rein und dann wird genau dasselbe wie Episode 5. Die kommen da an, du sagst, ja, ich muss nicht zum Jedi trainieren und bla bla bla, und am Ende kommt heraus, dass er irgendwie ihr Bruder ist oder so. So, und dann, als sie da gelandet ist und der epische Shot da war und Luke sich umdreht, das Lichtschwert in den Blick, also, okay, bla bla bla, ne? Und dann wirft er das einfach weg. Ja. So. Das war ja auch dieses.
Ja, und das fand ich, das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das ist jetzt interessant, weil es nicht das ist, was ich erwartet habe. Und dann, ja, und ich glaube, diesen Bruch haben nicht so viele verstanden, also dass es der Versuch ist, auszubrechen, Entschuldigung. Das ist auch immer das klassische Argument, wenn es Leuten nicht gefällt, sie haben es einfach nicht verstanden. Da ist man immer auf der sicheren Seite, wenn man das sagt. Da können wir uns auch darüber einig sein, dass dieser komische Tenet-Experte es nicht verstanden hat. Ja, die ollen Glasbauer. Also, der Akzent, mit wieder der Akzent. Jo, also ich fand den einfach scheiße. Okay. Wie er es die ganze Zeit mit James Bond verwirklichen hat, das fand ich herrlich, ey. Ja. Tenet, ey, warte, ihr redet jetzt über was anderes. Es kann sein, ja. Ich hab auch überlegt, ob Ruben war gar nicht dabei, glaube ich. Oder? Haben wir nicht zu viert geguckt? Nein, wir waren nur zu dritt, aber ich glaube, Herbert war dabei noch. Ja. Ich habe euch nur erzählt, dass die Glasbauer da Scheiße gebaut haben und Glas eingebaut hat, wo zwei Löcher drin waren. Ja, 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 ich erinnere mich. Da haben wir sehr lange drüber diskutiert und wir sind, glaube ich, zu keiner Lösung gekommen, ne? Ach so, also, oh Mann. Ach so, ja, die Lösung Diskussion. Gekommen. Also, rufen das letzte, das. Ich weiß nicht mehr. Wir reißen das jetzt. Nee, lieber nicht. Das, vor allem, das ist jetzt auch schon so lange her. Das wäre alles gefährliches Halbwissen, was wir hätten. Ah, nee, das fand ich halt toll. Oder auch am Ende. Sagt sie, ja, ich denke irgendwas Besonderes. Jetzt kommt raus. Ja, jetzt ist sie ihr Bruder oder so und bla bla. Und kommt einfach heraus. Was kommt da raus? Dass sie, keine Ahnung, ihr. Das kommt raus, dass sie einfach niemand ist. Dass sie einfach. Ja. Ist ein Niemand. Das fand ich gut. Das fand ich toll, ne? Und dann kommt Episode 9 und. Ja, sie ist die Tochter-Enkelin von Palpatine. Ja. Dim. Ach, das hat halt die Geschichte nicht interessanter gemacht. Ja, das stimmt. Weil es immer noch. Es hat nichts verändert. Also nicht wirklich was. Weißt du, in Episode 5, ne? Da hieß es, ach ja, ich muss Darth Vader besiegen, ne? Und dann, es ist der Vater. Ah, ich kann aber nicht meinen eigenen Vater besiegen. Was mache ich denn jetzt, ne? In Episode 9 hieß es, okay, wir müssen Palpatine besiegen. Ja, aber du bist seine Enkelin. Okay, wir müssen ihn mir noch besiegen. Auf geht's. Ja, aber ist denn die Geschichte auserzählt? Oder gibt's da irgendwie... Geschichte war schon auserzählt nach Episode 6. Ich weiß auch nicht, was sie sich noch ausdenken wollen. Okay, gut. Das Star Wars Franchise wird so lange gemolken. Ich meine mit diesen Charakteren, ob es dann noch Hoffnung gibt. Also, ich sag nein. Okay. Ich glaube, sie haben halt auch echt viel Kritik eingesteckt, so. Ja. Ja, ich finde, wenn du halt eine gute Geschichte hast, ne, dann setzt du da nicht nochmal anders bei. Das Ende von Episode 6 ist dann ja quasi entwertet worden, ne? Mhm. Episode 6, alles gut, wir haben gewonnen. Nein, habt ihr nicht, das Imperium kommt zurück. Okay, und das ist alles böse. Okay. Und wenn du, dann wurde das Ende ja ein bisschen schlechter gemacht. Also entwertet, sag ich mal so. Ja. Und wenn du dann keine gute Geschichte hast, warum du das entwertest, ne? Dann ist es natürlich doppelt so schlecht. Ja. Nicht, wo war das denn? Es gab so eine Geschichte, die auch zu Ende erzählt wurde. Und dann wurde die doch noch weiter erzählt, aber es war irgendwie gut. Tja. Gott. Egal. Ist nie jemals vorgekommen. Ice Age 3. Aber tatsächlich, ich glaube, gibt es mittlerweile 6 Teile oder 5? Jedenfalls, ich glaube, ich war irgendwie, als meine 5, Schwester. Ich glaube, es sind sogar schon 6. Es sind. Oder 5? Es ist 5. Auf jeden Fall gefühlt zu viele. Und dann habe ich mir die Amazon-Rezension durchgelesen und die waren so unglaublich gut, dass ich dachte, okay, dann muss es wirklich, müssen die es nach wie vor hinkriegen, dass das irgendwie ein guter Film einfach ist. Wollte ich eigentlich gucken. Ich glaube, die fünfte, ihr habt, glaube ich, recht, weil den dritten habe ich gesehen. Nee, warte mal, der vierte war mit der Oma, ne? Der vierte war der mit der Oma, der dritte war der mit den Dinosauriern. Stimmt, den mit der Oma vergesse ich immer. Der fünfte? Das ist der mit dem komischen Asteroiden. Ich glaube, es gibt schon 6. Ice Age. Apropos, könnten wir mal, also ich gehe raus. 5, ihr habt recht, okay. 2016. Ich meine, man ist Ice Age der erste rausgekommen. Schon hammer alt. Warte, 2002, ach guck mal, der ist genauso alt wie ich. Spannend.
Schön, was hast du? Fritz Cola oder was? Nee, ich Wasser. Ja, ich auch. Ich trinke zurzeit ziemlich viel. Ich bin auch richtig glücklich. Das ist ja mehr leichter gesagt als getan, so sich Sachen anzugewöhnen. Aber dass ich glaube tatsächlich, durch diese Flasche, die du ja auch kennst, diese graue, habe ich mich so an Leitungswasser gewöhnt. Das ist richtig gut. Früher dachte ich immer, ich werde mich niemals an stilles Wasser gewöhnen können, also Leitungswasser. Aber einfach so als ganz standardmäßigen Durstlöscher ist es echt perfekt. Standard. Naja, auf jeden Fall. Ich merke irgendwie, ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht bekomme ich ja Diabetes oder so. hat man nicht bei Diabetes ganz viel Durst? Nee, man muss andauernd auf Toilette, glaube ich. Ich weiß es auch nicht mehr ganz genau. Ich habe zum Glück keinen Diabetes, das weiß ich nicht. Naja, auf jeden Fall ist es da, glaube ich, eins von beiden. Man hat viel Durst oder man trinkt viel. Aber ich zurzeit trinke ich sehr viel. Also ich trinke allein 2 Flaschen Sprudelwasser und da auf jeden Fall noch deutlich mehr dazu. Also sind immer schwer einzuschätzen. Aber 2 Flaschen Sprudelwasser am Tag auf jeden Fall, das sind dann... Aber was heißt 2 Flaschen? 0,75 sind das, also so eine Glasflasche. Das sind dann alleine 1,5 Liter, so. Aber dann noch wahrscheinlich noch Tee und so, ne? Oder so? Ja, also müssten auf jeden Fall, ich denke mal 2,5 Liter sind es auf jeden Fall pro Tag. Rufen, bist du denn schon während deiner Zeit irgendwie zum Kaffeetrinker mutiert? Das ist ja, glaube ich, auch so eine Sache, wo man früh aufstehen muss. Also, und so. Ab und zu mal, wenn ich wirklich durch war, aber okay. Immer wenn es nötig war, wenn ich jetzt da sein musste. Oder vorm Sport, wenn ich Energie brauchte. Okay, vorm Sport Kaffee. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Habe ich noch nie gehört, dass das so ein Ding ist, vorm Sport Kaffee zu trinken. Ja doch, weil du dann Energie kriegst und dann gehst du ab. Aber das Koffein, na, ist ja auch egal. Also, dass das so körperliche Leistung steigert. Ja, einfach nur nicht. Die Power. Also, Wachheit. Nein. Oh. Sehen, was ich hier tue. Also, ich brauche mal ganz kurz einen Blick aus der Ferne. Achso, ja, ich komme. Wie sieht das aus wie eine Erntemaschine, was ich hier baue? Das ist überhaupt nicht meine Absicht. Du darfst es nicht so gerade bauen. Ich weiß, das kommt noch. Aber es ist genau, ich wollte ja so ein bisschen, so natürlich nicht bis zum Horizont, aber so ein bisschen weit, wie das Auge reicht, ein bisschen Weizenfeld. Das ist diesen Traum verwirkliche ich mir gerade hier. Ja? Ich bewundere dich ja, wie. Weizenfeld. Ich bewundere dich ja, Jona, wie du da diese Brücke aus dem Ärmel schüttelst. Oh, wo kommen die denn her? Aber was meinst du denn? Also, was. Das ist ja geil. Die habe ich ja noch gar nicht gesehen. Ja. Also, ja, ich brauche aber mal Feedback. Ja, Ja, sieht gut aus. Weiter. Nee, ich vor allem, also guck mal, da ist ja dieser Bogen so. Ja, ne? der gefällt mir sehr gut, der Bogen. Würdest du vielleicht in der Mitte so eine kleine Treppe hochmachen, dass es so quasi so einen Bogen macht, so ein bisschen. Was? Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Lass das so. Ja, obwohl, nee, lass das so. Ich habe erst überlegt, ob ich den Bogen quasi auf der normalen Ebene baue, quasi auf der Ebene, dass der quasi dort abschließt, wo der Wegebene ist. Aber ich finde, dadurch, dass es so hoch ist, passt es besser, wenn der Bogen ein bisschen unterhalb ist. Und dann so. Ich finde das Geile vor allem, dass der Bogen genau so abschließt von der Höhe wie der Wasserfall. Das sieht cool aus. Das war zwar nicht so beabsichtigt, aber es war so beabsichtigt, dass quasi ich nicht den Wasserfall mit irgendwelchen Pfeilern zerpflücke. Ja. So, und da kommt man vom einen unbewohnten Berg zum anderen unbewohnten Berg. Sehr gut. Sehr gut rufen. Du hast es erfasst. Aber es sieht gut aus, das ist das Wichtigste. Genau. Ja, Jona plant da ja noch eine Riesenburg hinzubauen und was weiß ich nicht alles. Also wir. Aber wahrscheinlich werde ich mich beim Burgbau wieder zurückhalten, weil ich es einfach nicht kann. Doch, ist einfach, du musst dich ausleben. Sei einfach du selbst. Ja. Sei niemals du selbst. Bloß nicht. Nicht du persönlich, sondern das sollte niemand sein. Niemand, ja, niemand generell. Niemand sollte sich selbst sein. Ja. Was? Weil niemand ist er. Niemand ist man selbst. Niemand ist immer. Also man ist sich immer selbst. Irgendwie verstellt. Die Frage ist halt, was ist die Definition von sich selbst? Weil. Oh ja, man selbst sein, so. Ja, das ist also. Also man sagt ja besonders so, es gibt ja diese Sprüche, sei immer du selbst. Ja. Aber fuck mich nicht ab. So,
So, jetzt ist die Frage, ich weiß nicht, aber ob zwischen den Pfeilern, ob da noch irgendwas sein, weil, weiß ich, irgendwie, wenn der Pfeiler so 15 Blöcke hoch ist und dann da nur dieser Bogen in der Mitte, ob da noch irgendwas dazwischen sein soll. Irgendwie bin ich nicht. Also ich finde tatsächlich, die Brücke sollte nicht einfach, das hast du vielleicht geplant, aber der Weg sollte nicht einfach flach sein, da muss oben irgendwann noch was rauf. Ja, das ist also... Das finde ich nicht, also ehrlich gesagt finde ich so, kann die so bleiben. Aber sonst so diese Pfeilerstruktur gefällt mir wirklich gut. Auch mit diesen Steinen. Ich würde es so lassen. Ich finde es nicht. Aber ich glaube, du hast also einen Pfeiler vergessen. Aber obendrauf wollte ich sowieso noch ein bisschen was bauen. Also ich wollte es jetzt nicht riesig machen, aber so ein bisschen... Schön Golden Gate Bridge. Boah, es ist so ein riesen Hochding, so zwei Pfeiler und dann so Seile. Hm? Was hast du gesagt, Rufen? Eine Brücke von der Seite aussieht. Okay. Ja, solche Steinbrücken sind immer schön einfach, wenn man sie sehr starr bauen kann. Weil sie nun mal starr sind. So, jetzt muss ich überlegen, wie lange ich die Brücke da ziehe. Also wo endet sie jetzt hier? Ah, oh, Leute, ich würde echt noch gern ein bisschen Ace Combat spielen. Ja, mach das. Du brauchst wirklich nicht. Genau, du brauchst dich absolut aber nicht zurechtfertigen. Philipp ist wieder da und wir lassen ihn ganz allein. Warte, ich gehe runterziehen. Ja, oder zieh ihn rein. Eigentlich habt ihr mittlerweile, ich hab alles umgekrempelt und ihr habt eigentlich die Rechte dafür. Das hört er nicht mehr. Ja, ich weiß. Aber vielleicht kommen sie ja dann nochmal hoch. Ich glaube, ich baue auf diese Seite noch so ein Torhaus, so ein kleines. Aber feines. Ich glaube, das würde passen. So, weißt du, so ein Torhaus und da geht dann so die Brücke. Ich muss es halt irgendwie hinkriegen. Auch ein guter Name für ein Dorf. Torhaus. Ich glaube, wenn so eine Festung übers Dorf bauen muss, irgendwas, die Festung muss irgendwie damit rein. Oder Burg oder so, weißt du, so wie ja. Magdeburg. Ja. Und dann vielleicht noch so ein Wortspiel mit einem echten Namen. Ah, was ist das schon zu viel verlangt? Ich versuche mal was. Sei doch mal kreativ. Echt mal, ja. Ja, ich lasse es mal so nebenbei laufen als Hintergrundprozess. So, okay. Das dauert noch einen Moment. Jetzt musst du deinen Arbeitsspeicher teilen. Ja, Multitasking. So, zack. So, okay, haben wir hier ein paar Felder. Uah. Was knusperst du schon wieder Salzstangen eigentlich? Ja. Ja, wie so ein Kind, was man erwischt. Oh. Meine Sucht. Ja. Ich glaube, ich bin von Laugen abhängig mittlerweile, von dieser Lauge. Solange es nur diese Lauge ist. Ja, nur diese. So, ach, hier muss ich auch noch weitermachen. Ein bisschen ASMR. Danke, ja. Ist gut für die Klicks. So. ASMR. Ist auch nett. Getauscht. Ich überlege gerade, weißt du, wofür das steht? ASMR? Irgendwas ganz komisches, langes Gedöns. Ich weiß es auch nicht. So, gut, dann wird das jetzt hier ein bisschen... Alter, Schlümpfe, Rümpfe. mit Sicherheit ist es das, ja. Warte mal, jetzt hab ich... Alter, Schlümpfe, Mümpfe, Rümpfe. Warte mal, Mümpfe ist ein echtes Wort. Was laberst du? Was? M? M und so ein bisschen Ölf. Ümpfe. Ich kann dir gerade nicht folgen, es tut mir leid. So. Du kannst es nicht oder du willst es nicht? Das ist ein Unterschied. So. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Heieieiei. Die Brücke ging deutlich schneller gebaut, als ich dachte, ey. Ich war auch erstaunt. Vor allem, du bist ja nicht im Kreativmodus, wollte ich sagen.
Ah ja, du bist halt geübt, ne? Das sieht man dann. Ah. Scheiße. Boah. So. Zick, zick. So. Du hast kein Bett in der Nähe, ne? Ich bin fast da. Okay, weil sind, dann gehe ich kurz offline. Wenn ihr liest, sag Bescheid. Gut. Nick,